Jo, und heute begrüße ich hier oben ganz herzlich Eugen Gomko. Lieber Eugen, ich weiß nicht, wie dir es ging als Spieler auf dem Platz, wie wir das Spiel zuschauen mussten. Für dies war es eine nervenaufreibende Angelegenheit. Erzähl mal bitte so ein bisschen aus deiner Nervenlage heraus, wie du das Spiel erlebt hast. Zuerst, du bist ja erst später ins Spiel gekommen. Und ja, was erlebt man zunächst auf der Bank, wenn man nicht mithelfen oder nicht eingreifen kann? Ja, hallo erst. Ja, es ist ja auch nicht so einfach, einfach nur draußen zu sitzen und zu gucken. Natürlich will man auch helfen. Aber wenn man auch draußen ist, dann versucht man die Mannschaft zu unterstützen. Und wir haben, finde ich, die ersten paar Minuten versucht, Druck zu machen und versucht, da uns Chancen zu erarbeiten, ist uns leider nicht so gelungen. Danach sind wir aber besser ins Spiel gekommen, haben zwei Tore gemacht, hätten nochmal das dritte machen müssen. Dann sehen wir ganz blöde Elfmeter-Tor, was auch meiner Meinung nach gar kein Elfmeter war. Dann wird es schwer, weil steht 2-1 und du weißt, du musst gewinnen. Dann ist der Druck noch mehr da und wird man auch ein Stück weit gehemmt. Dann funktioniert nicht alles so, wie es vorher war. Und dann kriegt man noch den Stand als 2-2 und dann wird es ganz schwer. Und dann zum Glück haben wir uns noch ein bisschen gefangen und haben noch zwei, drei gute Angriffe durchgeführt und dann haben wir es 3-2 gemacht. Und ich bin echt froh, dass das 3-2 noch gefallen ist. Ja, und dass wir das jetzt auch gewonnen haben. Und die anderen haben auch ein Stück weit für uns gespielt, dass Koblenz da jetzt gewonnen hat, die nächste Woche dann in Elversberg also spielt. Die nächste Frage von dir. Entschuldigung, ja, also ihr habt jetzt einen Tabellenplatz erreicht, wo euch theoretisch nur noch Koblenz abfangen kann, nur noch in Anführungszeichen. Das heißt, der Blick geht natürlich jetzt auf die nächsten beiden Spiele, einmal unserer Wamatio natürlich und dann auch auf das letzte Auswärtsspiel von TuS Koblenz. Zunächst mal deine Aussage zum anstehenden Spiel gegen Freiburg. Vielleicht darf ich noch sagen, Freiburg hat heute unentschieden gespielt beim FSV Frankfurt. Das heißt, sie können also in das Titelrennen oder in das Rennen um die Relegationsspiele nicht mehr eingreifen. Und wie siehst du also diese Auswärtsaufgabe? Ja, also das ist schon, wie Sie schon gesagt haben, also Freiburg da kann nicht mehr eingreifen da oben und deswegen. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Man weiß es nicht. Vielleicht werden die dann auch viele A-Jugendspieler spielen lassen, die sich einfach zeigen wollen und dann kommt auf uns etwas ganz Unerwartetes zu. Aber wir müssen alles geben und müssen trotzdem versuchen, das Spiel zu gewinnen. Egal wie es bei Spielen zwischen Koblenz und Elversberg aussieht. Also für uns geht es darum, dass wir dann unser Bestes geben und dann zu kämpfen und so wie heute dann auch vielleicht mal auch 3 Punkte holen. Mindestens 1 ist auf jeden Fall Pflicht. Sind wir gesichert und dann freuen wir uns auf das. Genau. Eugen, also da drücken wir euch alle Daumen hier zunächst mal. Viel Glück für die Auswärtsaufgabe in Freiburg und dann natürlich auch für das Pokalfinale. War etwas kürzer, aber die Trainer sind schon da, die Pressekonferenz beginnen. Vielen Dank, dass du da warst und wie gesagt, alles Gute. Alles klar. Ich begrüße Sie dann noch einmal ganz herzlich jetzt zur Pressekonferenz der Regionalliga-Begegnung VfL Wamatia Worms gegen den SV Röchling-Völklingen. Die Pressekonferenz wird Ihnen präsentiert von Rowe Mineralölwerk GmbH. Ja, ich begrüße ganz herzlich die beiden Trainer vom SV Röchling-Völklingen, Günther Erhardt und Steven Schons vom VfL Wamatia. Und wir wollen auch gleich mit der Spielanalyse beginnen. Herr Erhardt, wenn Sie bitte Ihren Kommentar zum Spiel abgeben würden. Ja, erstmal hallo an alle hier.
Ich möchte erst der Heimmannschaft zum Sieg gratulieren und ich denke auch zu 90% zum Klasseverbleib. Zum Spiel selbst muss ich sagen, habe ich ein sehr wildes Spiel gesehen heute. Zumindest mal die Anfangsphase, denke ich, gehörte uns. Meine Mannschaft war sehr gut im Spiel und hätte eigentlich schon früh in Führung gehen müssen. Dann ist es etwas ruhiger geworden. Wir haben dann zu viele eigene Fehler gemacht. Der Gegner ist, glaube ich, mit dem ersten Distanzschuss auch gleich in Führung gegangen. Und danach haben wir einen riesen Bock im Abwehrbereich, den Gegner dazu eingeladen. Und da war das Spiel eigentlich ja schon vorentschieden. Und dann hat die Mannschaft halt nochmal gezeigt, was sie schon die ganze Zeit immer wieder abruft, dass wir Moral haben und dass wir trotz der aussichtslosen sportlichen Situation in jedem Spiel alles probieren, um Punkte zu machen. Und wir spielen auch teilweise sehr gefährlich Fußball. Das haben wir auch zu Beginn der ersten Halbzeit und dann auch wiederum zu Beginn der zweiten Halbzeit gezeigt. Da waren wir wieder gut im Spiel und hatten mehrmals die Chance auf einen Ausgleich. Und der ist dann auch gefallen. Dann haben wir leider hinten raus noch einen Siegtreffer zugelassen. Wenn das passiert ist, habe ich nicht so genau mitbekommen, aber war wohl ein Pressschlag über mehreren Stationen. Da war wohl auch etwas Glück dabei. Aber letztendlich konnten wir dann das Spiel hinten raus nicht nochmal drehen und ja, es geht in Ordnung. In den beiden Phasen, in den Mittelteilen, hat die Heimmannschaft auch durch das schnelle Umschaltspiel nach vorne die Möglichkeit gehabt, das Spiel früher zu entscheiden. Da hatten wir Glück, weil wir durch eigene Ballverluste noch zu viele Räume geöffnet hatten. Und insgesamt aber, denke ich, haben wir uns hier gut präsentiert, haben es dem Gegner schwer gemacht. Das war unser Ziel, das haben wir hinbekommen. Das war, denke ich, über 90 Minuten eine spannende Partie, nicht einseitig, und der Gegner hatte viel zu schwitzen heute und hat sich aber letztendlich ein Ziel gerettet. Und dafür Glückwunsch nochmal und vielen Dank. Ja, vielen Dank, Günter Johart. Steven, Glückwunsch zu diesem überaus wichtigen Sieg. Bitte dein Statement zum Spiel. Ja, wie du gesagt hast, wichtig, spannend. Großes Kompliment an euch alle, an die Anhänger von Wormatia Worms, die uns unterstützt habt, heute und in den letzten Tagen. Großes Kompliment an alle. Auch ein großes Kompliment an die Mannschaft. Zufrieden mit den Ergebnissen auf den anderen Plätzen. Ich glaube, das sind auch Ergebnisse, mit denen wir besser hätten nicht laufen können. Jetzt kann uns nur noch Koblenz überholen. Und trotzdem sind wir noch nicht im Hafen und werden gegen Freiburg alles versuchen, um aus eigener Kraft zu schaffen, die Regionalliga zu halten. Aber danke mal für heute. Ich glaube, damit können wir leben. Es war ein harter Kampf. Respekt an den Gegner, ein großes Kompliment auch an den Gegner, weil so verhält man sich im Abstiegskampf. Ihr habt uns gar nichts geschenkt, ihr habt uns 90 Minuten gefordert. Und ich glaube, die anderen Mannschaften, die draufschauen, die werden erkennen und auch ihren Hut davor ziehen vor eurer Leistung, denn ihr habt es uns nicht einfach gemacht heute. Es war ein großer Kampf und jetzt sind wir mal einen Schritt weiter und da atmen wir mal für heute durch und dann gehen wir es in Freiburg zusammen wieder an. Danke. Vielen Dank. Gibt es Fragen der Presse? Kurz zur Personalie. Steffen Straub hat heute von Anfang an gespielt, hat in meinen Augen ein sehr gutes Spiel gemacht. Was hat denn bei ihm, was war denn bei ihm ausschlaggebend? Welche Trainingseindrücke, dass er von Anfang an ran durfte? Ja, die letzten Wochen insgesamt. Er war ja verletzt und ist jetzt nach seiner Verletzung sehr stark zurückgekommen. Und wir wissen ja alle, welche Qualitäten er im 1 gegen 1 hat. Und wenn er eine breite Brust hat, und die hat er heute gehabt, und auch extrem gut gegen den Ball gearbeitet und sich für die Mannschaft aufgeopfert, dann muss ich sagen, hat er das auch durchaus verdient und das war dann auch der ausschlaggebende Punkt, ihn zu stellen. Frage Nummer zwei. Bugio hat getroffen, Doro hat getroffen, hatten in den letzten Wochen eine kleine Torflaute gehabt, die beiden.
Was hast du mit denen gemacht oder beziehungsweise wie hast du die speziell vorbereitet, damit die heute noch wieder treffen? Die haben sich selber das aufgehoben für ein wichtiges Spiel. Und das ist eine gute Mentalität und es zeigt die Einstellung von den Jungs und von daher im richtigen Moment zur Stelle zu sein. Aber nochmal, ja, wir haben es ja nicht geschafft, wir brauchen noch ein, zwei richtige Momente diese Saison und da hoffe ich, dass die Jungs weiter so stabil im Kopf bleiben. Denn einfach ist so eine Situation, und das wissen Sie auch alle, nie. Aber ich finde, die Jungs sind hervorragend damit umgegangen und jetzt schauen wir mal weiter. Ich habe schon mit einigen Spielern gesprochen. Der Tenor war, es war am Ende unnötig spannend. Er hätte 12 in der Halbzeit schon über die Bühne bringen können, hätte das 3-0 machen können. Hat sich das in der Halbzeit wehgetan? Wie seid ihr damit umgegangen? Weißt du was? Ist mir scheißegal. Keine weiteren Fragen. Steven, das 2:2 war Tor mit absolut mit Ansage. Das dritte Mal, dass ein Völklinger frei zum Kopfball kommt im Strafraum, führt Nervosität per Naturgesetz dazu, dass man eine Zuordnung vergisst? Oder wie würdest du das einordnen? Der war ja zugeordnet. Ja, also da stand auch einer dabei. Ja. Beschreibst du uns, was dreimal los war? Nein, wir kriegen die ganze Saison über schon zu viele Gegentore. Und das ist einfach auch der Grund, warum wir da stehen, wo wir stehen. Und deswegen bin ich umso froher, dass wir es in der Offensive gerichtet haben. Dann weiß ich nicht, ob ich jetzt die Null in Freiburg einfordern soll. Wir müssen es offensiv richten, glaube ich, in den nächsten beiden Spielen. Ja, Sie haben schon gesagt, Top-Leistung Ihrer Mannschaft. Kann man sogar sagen, wie die Ausrichtung für die nächste Saison ist? Sie konnten ja jetzt doch schon ein bisschen über so planen. Also was ich so jetzt in den ersten Ansätzen erkennen lässt, ist, dass wir die Mannschaft wahrscheinlich größtenteils sowieso heute am Platz gestanden halten können. Und dass dann mit Sicherheit eine gute Perspektive da ist, um im nächsten Jahr auch wieder vernünftig Fußball zu spielen. So, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann darf ich Ihnen nochmal die übrigen Ergebnisse des heutigen Spieltags nennen. Mainz 05 schlägt die Stuttgarter Kickers mit 3:0. Frankfurt und SC Freiburg 2 trennen sich unentschieden 2:2. Elversberg siegt in Waldorf 4:1. TuS Koblenz schlägt Hessen-Kassel 1:0. Eintracht Städte-Allendorf gewinnt gegen Ulm 1:0. Waldhof Mannheim und Steinbach unentschieden 1:1. Das gleiche Ergebnis haben Saarbrücken und Hoffenheim. Und der VfB Stuttgart 2 unterliegt TSV Schott-Mainz mit 0:2. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Steven, und wünsche Ihnen alles Gute, gute Heimfahrt und alles Gute für Ihre Mannschaft. Steven, wir natürlich auch jetzt im Endspurt, absolut letzten Spiel beim Finale nochmal, wie gesagt, diese tollen Momente, die man braucht dann. Und Ihnen allen nochmal ein schönes Wochenende und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Das war die Pressekonferenz, die Ihnen immer präsentiert wurde von Bowe Hightech Spielstoffe. Vielen Dank. Machen Sie es gut.